Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Modellrasenbahn-Freunde. Heute gibt es mal wieder ein Bauvideo. Und wer sich vielleicht ein bisschen zurückerinnert, der kann sich noch an die Videos erinnern oder das Video, das ich gemacht habe zum Thema Straßen. Ich habe ja diese selbstklebenden Straßen von den gängigen Modelleisenbahnfirmen, kennt ihr, ist sehr schön, wenn man die relativ leicht kleben kann. Und man muss sich nicht um Mittelstreifen, Seitenstreifen kümmern und sieht ganz gut aus. Das Problem ist, dass diese Straßen ja, mit der Zeit sich quasi selber auflösen. Der Weichmacher, der geht da raus. Und dann hat man ein Problem, weil dann diese Straßen nicht mehr richtig kleben und man kann die an der Oberfläche quasi so mit dem Fingernagel dann fast wegkratzen. Das ist hier noch nicht ganz der Fall, wenn man das hier sieht. Wenn ich drüber gehe, es gibt zwar so Streifen, aber es ist noch nicht so, dass sich das auflöst. Aber das Problem ist, ich habe die Straßen ja neu geklebt. Das ist das, wo ich mal ein Video drüber gemacht hatte. Und damit klebt man die Straße nicht mehr direkt auf das Holz, weil da so ein bisschen ja, die Unterseite der Straße übrig bleibt. Ich habe die jetzt auch nicht weiter verklebt, sondern die sind ja selbstklebend, die Straßen. Ja, und das, was ihr hinten jetzt schon seht, ich gehe jetzt mal näher ran, das ist folgendes Problem. Insbesondere jetzt hier in dem Fall, wo die Kurve verläuft, also die Straße quasi mit dem Verlauf der Kurve geklebt ist, da steht die Kurve ja unter Spannung. Ne? Man zieht die ja hier lang, insbesondere hier in dem Bereich. Und da, wo die nicht klebt, entwickeln sich diese Luftblasen. Man kann die zwar rausdrücken, aber die kommen dann wieder, weil darunter kein Klebstoff mehr hält. Ja, Ergebnis ist eigentlich nur, wenn das. Wenn man diese Ergebnisse hat, das kann natürlich Fahrzeuge draufstellen, aber letztendlich muss man die neu kleben. Ja, ich habe jetzt hier unten schon angefangen. Man kann also die Straße im Prinzip hier so abknibbeln. Und jetzt kommt das, was ich, auch die andere Hand, kommt das, was ich schon mal zeigen wollte. Von der Straße bleibt eigentlich hier unten so eine Basis übrig. Da sieht man jetzt nochmal das Holz, was rauskommt, hier auch mit der Kante. Würde das natürlich sehr gut kleben. Hier hat man diese Unterseite, diesen Klebebelag. Ja, und ich habe mich entschieden, also ich habe das schon mal probiert, das hier mit einer Spachtel wieder wegzunehmen, feucht zu machen. Insbesondere wenn hier jetzt ja auch schon gestreut ist, also grün geklebt ist. Das ist sehr schwierig und das ist sehr aufwendig. Hier vorne würde ich am Anlagenrand noch gut drankommen. Hier hinten, insbesondere jetzt Richtung Tunnel, wird das Ganze schon viel, viel aufwendiger. Und das Gute ist, ich kann das auch mal zeigen, man kann eigentlich die Straße jetzt so abziehen. So, und dann hat man eigentlich auch eine sehr glatte Oberfläche. Die ist zugegeben natürlich nicht so klebehaftend wie das eigentliche Holz, also wie jetzt hier vorne, aber vom Grundsatz her klebt eine neue Straße da schon sehr, sehr gut drauf. Und ja, ich würde jetzt halt diesen Straßenteil halt neu kleben. Wie gesagt, das ist hier relativ einfach, weil es geht hier vom Anlagenrand über den Verlauf der Straße und dann genau hier bis zum Tunnel. Ich mache das mal gerade. Ich hoffe, das geht so auf dem Video. Jetzt ist der Straßenansatz im Prinzip da am Tunnel neu geklebt. So, und dann habe ich die Straße quasi in der Hand. Ich gehe jetzt mal hier, könnt ihr vielleicht auch mal sehen. Ich habe hier hinten hinter der Anlage, da sind wir ja sehr selten, das ist hier so mein Gang. Ich hatte ja die Anlage auch schon mal vorgestellt. Wer auch einige Bilder kennt von Instagram oder von TikTok, da hatte ich auch mal die Gesamtanlage reingesetzt. Mache jetzt gerade mal einen Schwenk. Ich bin ja jetzt ganz hinter der Anlage und guckt jetzt hier vorne in den Hauptbahnhof. Ich komme jetzt mal gerade hier mit dem Finger ins Bild. Das sind die Bahnsteige von Neuwestadt. Hier hat man den Verlauf über die Stahlbogenbrücke und dann geht es ja hinten in den Tunnel wieder rein. Hier ist der obere Teil von Neuwestadt und der Zug macht ja dann da hinten eine 180 Grad Wendung. Der Raum hier von hinten an der Wand, wo man jetzt die Lampe sieht, das sind von hier
bis hier vorne an diese Wand 5,83 Meter. Und die Anlage ist genau 5,32 Meter. Ich habe also hier in diesem Bereich 50 cm, wo ich von hinten dann gut an die Anlage rankomme. Und das sieht dann insgesamt, wenn ich über die Anlage gehe, ich hoffe, ich wackele jetzt nicht zu viel, das sieht dann letztendlich so aus, dass ich hier im Prinzip einen durchgehenden Gang habe. Und kommen dann jetzt hier, jetzt sind wir im rückwärtigen Teil von Burg Hohenfels. Hier ist dann auch die namensgebende Burg auf dem Felsen, die dem Ort und damit natürlich auch hinten dem Bahnhof Burg Hohenfels den Namen verleiht. Ja, und von hier, Kiezwerk, sieht man auch nicht so oft, das ist hier vorne. Von hier aus, das ist die Kurve hinter der hinter dem Einschnitt hinter Burg Hohenfels bis hinten wieder an die Wand, wo ich jetzt an der Straße dran bin, da ist der Raum 3,20 Meter breit. Gut, ja, dann gehen wir wieder zum eigentlichen Bauvideo zurück oder zu dem, was ich jetzt machen wollte mit der Straße. Ja, ich hatte gesagt, die Straße habe ich jetzt komplett entfernt. Das können wir uns jetzt hier auch nochmal angucken. Da habe ich schon eine neue liegen. Also auch so eine Standardstraße, ist gleiche Breite, also kein Problem. Die Straße an sich ist eigentlich in Ordnung. Man sieht natürlich den Verlauf. Man sieht auch die Beulen, die entstanden sind, da wo das halt nicht geklebt hat. Aber letztendlich ist die natürlich jetzt auch nicht mehr selbstklebend. Und ja, ist natürlich leider jetzt eigentlich nur was für ein Abfall. Und ich würde dann jetzt eine neue Straße entsprechend verkleben. So, ich habe jetzt den ersten Teil geklebt. Man sieht, das sieht jetzt schon ganz gut aus. Ab und zu hat man natürlich mal so kleinere Sachen noch drin. Der Untergrund ist halt nicht ganz so gerade, als wenn es jetzt Holz wäre. Und so ein bisschen kann man den Kurvenverlauf dann hier vorne ziehen. Ja, bis da bin ich jetzt. Man muss sich die Straße halt dann entsprechend wieder andrücken. Aber ich denke, so auf den ersten Blick sieht es schon ganz gut aus. So, damit ist der Kurvenverlauf jetzt schon fertig. Wenn hier vorne schon bei den Weinbergen im geradeaus und ja, denke, das ist dann in der Regel kein größeres Problem. So, damit ist die Straße geklebt. Wie gesagt, das geht relativ fix, das Überkleben, und das sieht jetzt, denke ich mal, ganz sauber aus. Hier vorne am Anlagenrand komme ich gleich mit dem Cuttermesser. Hier ist leider dann noch so eine Kante und dann schneide ich das entsprechend ab und dann ist das eigentlich soweit fertig. Ja, liebe Modelleisenbahnfreunde, das soll es auch schon gewesen sein. Das war jetzt mal so ein schneller Austausch hier im hinteren Teil der Anlage für eine Straße, die eben ja, nicht mehr so richtig geklebt hat, die Luftblasen entstanden sind. Und ich denke, das sieht jetzt wieder wirklich ganz gut aus. Jetzt müssen wir mal schauen, wie lange das jetzt in dieser Form jetzt so entsprechend hält. Hier und da muss man noch mal gucken, dass man das, vor allen Dingen hier steht die Straße natürlich etwas unter Spannung, weil das natürlich so die Außenkurve ist. Da muss man halt dann auch noch ein bisschen die Sachen wieder nachdrücken. Aber so insgesamt, hier gerade noch mal ran, den Streifen ein bisschen da rein, genau. Aber so insgesamt, denke ich, ist das ein schöner Straßenverlauf. Und ja, das soll es an dieser Stelle auch schon gewesen sein. Ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß bei weiteren Videos.